Die Minecraft Bedrock Edition hat jetzt Mods. Vor 2 Tagen hat Minecraft groß angekündigt, dass es auf dem Marketplace jetzt sogenannte Add-ons gibt. Vorher konnte man Add-ons nur auf dem PC und Handy downloaden und jetzt gibt es bereits einige Modpacks, die man gratis aus dem Store bekommt, sogar auf einer Nintendo Switch, PlayStation oder Xbox. Diese kannst du dann in deiner neuen, bereits erstellten Welt oder sogar auf Realm-Servern einfügen und auch spielen. Beachte bitte nur, dass man, sobald man aktuell noch ein Add-on aktiviert, keine Erfolge mehr bekommen kann auf dieser Welt. Auch wenn es bereits einige kostenlose Mods gibt, die auch extrem cool sind, wie ich finde, befürchte ich, dass in Zukunft einige überteuerte Packs den Marketplace überfluten und viele Minecraft-Java-Mod-Creator sich möglicherweise mehr auf die Bedrock Edition fokussieren werden, da es da logischerweise lukrativer ist. Was sagt ihr zu dieser ganzen Thematik? Ab damit in die Kommentare.